Guter erster Schritt, die Zerschlagung der Altparteienkorruption. Ich glaube, ganz wichtig wäre es da, diese ganzen Thinktanks, die wir haben, trocken zu legen, die ja zu einem Gutteil von der Bundesregierung und zu einem anderen Teil vom Großkapital finanziert werden. Also alles, was da aus dem Ausland, also die Zahlung, die von der Bundesregierung kommt, die könnte man ja einfach streichen. Und alles, was da aus dem Ausland kommt, das kann man verbieten. Dass Milliardäre aus dem Ausland hier Stiftungen finanzieren. Ungarn hat das beispielsweise gemacht. So was ist möglich. Ich bin kein Mensch, der mit Verboten, ehrlich gesagt, zu begeistern ist. Ich bin komplett gegen Verbote. Ich würde fast alles erlauben, weil Verbote bringen relativ wenig. Nur die Frage ist ja, also man kann ihnen trotzdem die Macht entziehen. Ja? Es muss transparent sein und die Monopole müssen weg. Es muss das Monopol des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weg. Und es muss die Zwangsfinanzierung weg. Das Geld muss bei den Menschen bleiben. Ja? Die Beraubung des Einzelnen muss enden. Das heißt, der Staat muss sich rechtfertigen, wann nimmt er mir Geld weg? Die Umverteilung von dir zum Kollektiv, die muss unter maximalen Einschränkungen stehen und immer eine Berechtigung haben. Es darf nicht sein, dass der Staat Steuergelder wegnimmt, um dann damit irgendwelche NGOs zu finanzieren, die ihm gerade passen. Ja, das sind heute irgendwelche Umwelthilfen, morgen sind es dann unter den ganz schlimmen Rechten sind es dann irgendwelche Volksbundgeschichten für Musik oder irgendein Blödsinn. Also was auch immer die damit machen wollen, die haben nicht das Recht dazu. Und es muss transparent sein. Das Schlimme ja, ich bin der Meinung, jeder Milliardär soll seine Stiftung haben. Das Fatale ja an der Bill und Melinda Gates Stiftung, wenn sie den Spiegel finanziert ist, dass nach außen die Illusion entsteht, da sei eine unabhängige Instanz. Ja. Die Menschen glauben, das wird ihnen vorgespielt, das sei unabhängiger Journalismus. Und stattdessen wird dann da geschrieben, was sie in den Blog diktiert bekommen. Transparenz ist für mich das Schlagwort. Ich bin auch der Meinung, dass jeder Abgeordnete, das war meine Idee für die Europawahl, mit der Liste BRD haben wir das ja versucht, gesagt, wenn ich denn wirklich gewählt werden sollte, würde ich meine gesamten Einkünfte und mein Vermögen offenlegen. Das ist nicht grundsätzlich viel, aber dann sieht man zumindest, wo hat er denn seine Aktien. Und das halte ich für absolut zentral. Ich will doch wissen, ob Jens Spahn, und der ist ein korruptes Schwein, das gibt es gar nicht, habe ich ihm schon meins, nach meiner Meinung, muss ich dazu sagen. Ja. Der Mann ist, war schon als Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag, hat er eine Pharmaberatungsfirma betrieben. Das muss man überlegen. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und das wissen die Menschen nicht, weil es keine Veröffentlichungspflichten gibt. Also, aus meiner einfach strukturierten Haltung, Transparenz. Veröffentlichungspflicht, das trifft, ja, nicht verbieten, sondern zwingen zu veröffentlichen, zeigen, was ist. Würde sagen, beides. Also das ist ja kein Widerspruch. Du kannst ja strikte Regeln erlassen und gleichzeitig das, was erlaubt ist, dann also die Einkommensveröffentlichung zwingen. Ja gut, aber lass die Leute doch auch die Milliardäre ihr Geld, also da kann man jetzt grundsätzlich streiten, ne? Du darfst ja sagen, ich bin Milliardäre ab dem Eigentum von so und so, das ist unsozial, das ist dann wieder eine sehr linke Position, okay, ja, mir ist das egal, ich finde, die sollen ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen, wenn es legale Dinge sind, wenn es nicht strafrechtlich verboten sind. Ich möchte keinen Verbotsstaat, ich möchte einen Staat, der sich raushält, der nur da eingreift, wo er unbedingt eingreifen muss, um den Frieden zu wahren, aber ich möchte, dass das Ganze für Otto Normal, auch die einfach gestrickten Menschen, zu verstehen ist, leicht zu verstehen ist, dass draufsteht, was drin ist. Ja? Nicht draufsteht, dass der Spiegel ganz klar sagen muss, mit einem einfachen Ding, wir werden bezahlt von dem Herrn hier, dessen Interesse ist das da. Dann ist okay, ja. Ist ja in Ordnung. Herr Soros darf ja Milliarden ausgeben, um der Welt zu erklären, er müsste diesen das tun. Ja, aber was ich mit diesem Verbot meinte, ich wollte jetzt nicht Milliardären verbieten, Geld auszugeben, sondern das bezog sich wirklich nur um ausländische Finanzströme, weil wir darauf in Deutschland keinen Zugriff haben, weil dort aus dem Ausland irgendjemand entscheiden könnte, auch eine ausländische Regierung entscheiden könnte, so, ich investiere jetzt mal 10 Milliarden, um die öffentliche Meinung in Deutschland auf meine Seite zu shiften. Und das ist ja etwas schon Gefährliches, was man vielleicht in der Summe begrenzen kann, was. Oder wie gesagt, da könnte man auch durch Transparenzpflichten was machen. Wenn jeder weiß, okay, die werden jetzt von da und da finanziert und jedem klar ist, Stell was es das dir vor. bedeutet, ja. Stell dir vor, auf dem Spiegel steht 100% USA finanziert. Bam, ja. Stell dir vor, auf der Epoch Times steht 95% China finanziert. Stimmt nicht, liebe Epoch Times, nicht klagen. Die sind ja gerade gegen das chinesische KP-Regime und so, ne? War nur ein Beispiel. Also, das ist essentiell wichtig. Und ganz ehrlich, was ich mir lange überlege, ist ein Beispiel. Ich bin 100% Zuschauer finanziert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, aber wer ist dein Zuschauer? Wer weiß? Vielleicht sitzen da ja so und so viele tausend Russen, die dir immer so, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe meine Kontoauszüge, ich habe meine PayPal-Auszüge und dann sehe ich dann Namen, ja. Und das ist mal ein Euro, mal sind es 5 Euro. Ich hätte jetzt wahnsinnig gern beispielsweise einen Wirtschaftsprüfer oder irgendeine Instanz, die halbwegs vertrauenswürdig ist, der würde ich sagen, bitteschön, prüf das mal, geh das durch und veröffentliche einen Bericht, wo dann wirklich steht, Brandenburg kriegt Geld von deutschen Privatleuten, 100%. Das ist jetzt so meine Annahme, nach dem, was ich sehe. Ja? Das also versetzt dann wiederum den einzelnen Zuschauer in die Lage zu beurteilen, traue ich dem jetzt oder nicht?
Ja, aber bei bestimmten Arten von Korruption, beispielsweise wenn jetzt Strack Zimmermann, die behauptet ja gerade, Warum fällt dir bloß der Name ein? sie würde gerade nichts nebenbei verdienen, glauben wir das mal, die geht danach dann, die bleibt dann in diesen Aufsichtsräten sitzen. Und also sie meint ja, sie würde das alles ehrenamtlich machen. Sie bleibt dann da sitzen, verdient dann, nachdem sie Politikerin war, fett Geld. Also das könnte man ja schon verbieten. Man könnte ja sagen, 5 Jahre nachdem du Politiker warst, darfst du nicht, also darfst du zurück in deinen alten Beruf kehren, aber du darfst jetzt nicht durch 10 Großunternehmen durchtingeln und da Millionen an, ja, an Geld verdienen. Ja, tut sie ja, tun die ja schon vorher, also das Geschäft läuft ja schon so, dass dass diese Politiker vorher schon von der Industrie geschmiert werden, ja. Die kriegen dann von denen irgendwelche Aktienpakete und irgendwelche Optionen auf irgendwelche Dinge. Natürlich, vieles sind Versprechen, das ist klar, aber die haben dann Beraterverträge, nehmen Reisen an und solche Dinge. All das muss transparent gemacht werden. Siehe Kubicki, der sitzt da auf dem Kreuzfahrtschiff und liest aus irgendwelchen Memoiren, das hat er geschenkt bekommen. Das muss verdammt nochmal der Bürger wissen. Ja, ich will wissen, wo kommt die Einnahme her? Ja, und ich bin gar kein neidischer Mensch. Ich bin nicht der Meinung, dass unsere Bundestagsabgeordneten zu viel verdienen, wenn sie für das Geld, was sie da kriegen, unabhängig sind und dann nicht weiter von der Firma XY bezahlt werden, finde ich das an sich gut. Ja, sie sollen nur ihren Job machen und nicht irgendwelche TikTok-Videos dabei. Also ich glaube, Transparenz ist ein wahnsinniges Heilmittel. Das Transparenz ändert unglaublich viel. Wenn die wirklich auf dem laufenden, technisch ist das ja einfach machbar, ja, wenn die auf laufendem Meter im Netz veröffentlichen müssen, auf wessen Kongressen sprechen sie, auf wessen Kosten sind sie wohin gereist, mit welchen Lobbyverbänden treffen sie sich, wie sortieren sie da ihre Zeit, ich finde, das Recht hat der Bürger zu sehen. Ja, aber bei vielen Thinktanks, da weiß man ja jetzt schon, wo die Politiker drin sitzen, beziehungsweise bei welchen Unternehmen sie später Karriere machen, und es interessiert trotzdem keinen, weil die Medien nicht drüber berichten. Genau, naja, weil es ist eine Recherchearbeit, ja, da kann man gucken, da muss man dann schauen, da geht man ins Impressum, dann guckt man, einer wie du macht das eben, ich mache das ja auch. Nur die Wahrheit ist eben, die meisten Menschen sagen sich, Mensch, ich will mein Leben leben, lass mich in Ruhe mit der ganzen mühsamvollen Arbeit. Die vertrauen darauf, dass Journalisten kommen, die ihnen das sagen. Ja? Nun können wir uns keinen neuen Menschen backen und sagen, werdet alle kritisch, guckt im Netz, werden die nicht tun. Also da bin ich dann bei dir zu sagen, lasst uns Gesetze einführen, die dafür Publizitätspflichten erzwingen, ja, dass das wirklich gesagt wird. Stell dir das mal vor, du siehst dann die Tagesschau und da steht Strack Zimmermann, finanziert von Rheinmetall, ihrem freundlichen Kriegswaffenhersteller. So, dann wissen die Leute endlich, was los ist. Ja, ich habe damals für die Pharmaindustrie gearbeitet, da war ich Pfizer-Agent, das stand auf meiner Visitenkarte. Und ich dachte mal, hallo, guten Tag, hier ist Ihr freundlicher Mann aus der Hölle. Jeder wusste, woher ich komme und deswegen habe ich persönlich tatsächlich auch gar nichts gegen diese Unternehmen, weil man weiß, wer vor einem steht. Ja, es ist ja das drin, was drauf ist und du weißt, wie du das einsortieren kannst. Das Schlimme ist, sind sowas wie wie heißen sie nochmal, die Stiftung Zentrum Liberale Moderne, ja, dieses Ex-Grünen-Pärchen, was da grüne Kriegspolitik propagiert. Da denken wir mal, auch Mensch, modern und liberal ist ja erstmal gut, ne? Dieser ganze Etikettenschwindel, das ist der Betrug. Das wird mit Hunderttausenden Euro oder Millionen Euro sogar aus dem Bundeshaushalt gefördert in den letzten Jahren. Wie korrektiv, ja? Wer ist denn gegen Korrektur? Klingt ja erstmal wahnsinnig lehrerhaft, ne? Langweilig und seriös. Also, das ist alles Betrug. Aber bei